In den letzten Monaten ist mir aufgefallen, dass wir uns das Lernen teilweise deutlich schwerer machen als eigentlich nötig. Allein dadurch wird jede Aufgabe, die wir uns vornehmen, egal ob fürs Studium oder in einem anderen Kontext, mindestens doppelt so schwer. Und genau deshalb habe ich es bei mir einfach verändert und seitdem deutlich weniger Probleme, meine Sachen zu erledigen. Und du solltest das genauso machen, deshalb lass uns mal anschauen, wie genau das geht. Mittlerweile gibt es tausende Möglichkeiten und Systeme, um produktiv zu sein und seine Vorhaben zu erledigen. Hunderte von Büchern, die alle verschiedene Systeme und Ansätze vorstellen, wie man endlich sein Leben auf die Reihe kriegt. Von den klassischen To-Do-Listen über so Ansätze wie Timeboxing hat jeder die Möglichkeit, irgendeinen Ansatz herauszusuchen, der einem am besten gefällt. Und natürlich können wir diese Produktivitätsansätze auch im Studium gut gebrauchen. Beispielsweise indem wir uns eine To-Do-Liste dazu machen, welche Übungsaufgaben wir heute noch bearbeiten müssen oder uns eine Übersicht dazu machen, welche Abgaben und Fristen wir in den kommenden Wochen noch haben. Ich habe selbst bis vor kurzem noch genauso gearbeitet, mir einfach To-Do-Listen gemacht und dann das Ganze abgearbeitet. Und in den meisten Fällen funktioniert das auch. Mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich kriegt man die meisten Sachen hin. Aber was wäre, wenn wir unseren Produktivitätsansatz noch ein bisschen verbessern könnten? Was wäre, wenn uns das Lernen dadurch plötzlich deutlich leichter fallen würde? Wir viel weniger Probleme damit hätten anzufangen und gleichzeitig auch viel weniger Zeit für das Lernen investieren müssten. Denn aktuell ist es so, dass wir trotz irgendwelchen To-Do-Listen oder anderen Systemen nicht immer alles erledigt kriegen. Und der Grund dafür ist ziemlich einfach. Denn diese Methoden und Systeme für Produktivität berücksichtigen einen zentralen Aspekt von uns Menschen nicht. Diese Systeme sind absolut rational und objektiv gesehen gibt es daran nicht wirklich viel auszusetzen. Aber genau das ist das Problem. Die sind ein bisschen zu rational. Wenn wir beispielsweise eine To-Do-Liste anlegen oder das auch nur im Kopf durchgehen, dann ist das Problem meistens, dass wir uns nicht wirklich dazu aufraffen können. Und nein, das liegt nicht immer daran, dass wir irgendwie faul sind. Woran liegt es, dass wir an manchen Tagen gar kein Problem damit haben, anzufangen zu lernen und an anderen, dass super schwierig ist? Ein zentraler Faktor dafür ist, dass wir alle verschiedene Produktivitätstypen sind. Und genau an diesem Punkt scheitern die meisten Systeme, wie beispielsweise To-Do-Listen. Denn wenn wir diesen Ansatz nicht berücksichtigen, wenn wir überlegen, wann wir was lernen, dann führt es dazu, dass wir am Ende des Tages die meisten Sachen doch nicht wirklich erledigt haben oder viel mehr Zeit für die einzelnen Sachen investiert haben, als eigentlich geplant. Ergebnis ist dann, dass wir die Sachen vielleicht ein- oder zweimal ausprobieren und dann wieder verwerfen, weil sie einfach nicht für uns funktionieren. Wenn wir also diesen wichtigen Punkt der Produktivitätstypen in unseren Lernansatz integrieren, dann würde das meiste davon deutlich, deutlich leichter fallen. Aber was meine ich jetzt genau damit? Hier ein Beispiel. Bei mir persönlich ist es so, dass ich morgens früh besonders konzentriert und motiviert bin. Wenn ich nämlich aufwache, ist es meistens so, dass ich eine Art Tatendrang verspüre und einfach das Bedürfnis habe, irgendwelche Sachen zu erledigen. Und genau das tue ich dann auch, indem ich anfange zu lesen, manchmal auch zum Sport gehe, was für YouTube mache oder auch für die Uni mache. Das habt ihr vielleicht auch schon in meinem Video zur Morgenroutine gesehen. Das Problem ist, dass dieses Energielevel über den Tag verteilt immer weniger wird. Und genau deshalb habe ich in Bezug auf meine bisherige Morgenroutine einen riesen Fehler gemacht. Denn wie gesagt, habe ich bisher morgens auch immer gerne als erstes Sport gemacht, obwohl das nichts ist, wo ich mich besonders konzentrieren muss. Sport ist für mich nichts, wofür ich extrem viel Motivation brauche, weil ich das eigentlich gerne mache. Und genau deshalb habe ich angefangen, diese morgendliche Motivation stattdessen für etwas zu nutzen, was ich nicht ganz so gerne mache. Zuletzt war das beispielsweise eine Hausarbeit, die ich noch zu Ende schreiben musste, oder ein Skript hier für YouTube vorbereiten. Grundsätzlich einfach Sachen, bei denen ich mich mehr konzentrieren muss und mich auch mehr überwinden muss als für Sport. Vorher habe ich es dann so gemacht, dass ich mittags oder nachmittags mit diesen Sachen angefangen habe und dann gemerkt habe, dass mein Energie- und Motivationslevel schon deutlich niedriger war. Und das hat dann dazu geführt, dass ich für die gleichen Ergebnisse ein oder zwei Stunden länger an den Sachen saß, weil ich mich nicht mehr so gut konzentrieren konnte oder teilweise auch viel kürzer an den Sachen saß, weil ich keine Motivation mehr hatte und früher aufgehört habe. Ich habe stattdessen angefangen, mich morgens direkt als erstes an diese konzentrationsintensiven Sachen zu setzen und eher nachmittags oder abends zum Sport zu gehen, weil ich weiß, dass ich da eh nicht mehr ganz so produktiv wäre. Anstatt also diese wertvollen 1 bis 2 Stunden mit hohem Konzentrationslevel für sowas wie Sport zu investieren, wo ich das eigentlich gar nicht brauche, habe ich angefangen, das zu tauschen. Und genau das ist ein zentraler Punkt, den wir bisher oftmals übersehen haben, aber jetzt nicht mehr. Wenn du also auch anfängst beim Lernen die Frage zu berücksichtigen, wann kannst du dich am besten konzentrieren und wann bist du am motiviertesten, dann fällt es dir grundsätzlich viel einfacher, die Sachen zu erledigen, die du zu tun hast. Denn wir hören dann endlich auf, gegen unseren Tagesrhythmus anzukämpfen und passen die Aufgaben stattdessen diesem Rhythmus an. Dieser zentrale Ansatz, der oftmals auch Motivationsmapping genannt wird, ist ein wichtiger Aspekt, der von uns oftmals nicht genug berücksichtigt wird. Damit wir das aber auch wirklich für uns nutzen können, müssen wir die verschiedenen Aufgaben, die wir entweder für die Uni oder im Alltag zu tun haben, in einzelne Kategorien aufteilen. Und diese Kategorien ordnen wir dann in den passenden Tagesabschnitt ein. Die Einteilung in die 3 verschiedenen Kategorien ist wirklich super einfach. Das machst du ganz einfach anhand der 2 Kriterien Konzentration und Motivation. Das heißt, du nimmst dir beispielsweise eine Aufgabe wie Vorlesungsfolien aus Vorlesung 1 nachbereiten
und überlegst, was für ein Level an Konzentration und was für ein Level an Motivation du dafür brauchst. Bei dem Beispiel eher ein niedriges bis mittleres Konzentrationslevel, weil Vorlesungsfolien durchgehen nicht besonders anstrengend ist. Ein weiteres Beispiel ist sowas wie Kapitel Nummer 1 in einer Hausarbeit schreiben oder das Übungsblatt 1 von Mathe durchrechnen. Und natürlich ist hier das Konzentrationslevel deutlich, deutlich höher und das Motivationslevel natürlich auch deutlich höher, weil es dich einfach mehr fordert. Deshalb kommen diese zwei Aufgaben in verschiedene Kategorien und müssen dann entsprechend in deinem Tag eingeplant werden. Selbst beim Lernen für die Uni ist Lernen nicht gleich Lernen. Im Rahmen des Studiums fallen unter dem Begriff Lernen oftmals ganz verschiedene Aufgaben wie Informationen recherchieren, Texte lesen, Texte schreiben, Informationen auswendig lernen, irgendwelche Matheaufgaben rechnen und so weiter. Das klingt jetzt im ersten Moment nach ziemlich viel Aufwand, ist es aber wirklich nicht. Glaub mir, das dauert keine 5 Minuten, weil du genau weißt, bei welchen Aufgaben du dich mehr konzentrieren musst und bei welchen weniger. Und allein durch diese 5 Minuten an Planung sparst du dir einige Stunden an Aufwand, den du sonst hättest, wenn du gegen deinen Tagesrhythmus arbeitest. Wir erledigen die Aufgaben dann meistens einfach irgendwann am Tag und das Problem ist, dass dann unser Konzentrationslevel beispielsweise relativ niedrig ist und wir viel länger an den Aufgaben sitzen oder uns viel mehr ablenken, als hätten wir das zu einer anderen Zeit gemacht. In meinem Fall ist es also so, dass ich mir morgens die Aufgaben vornehme, die viel Konzentration und die viel Motivation von mir fordern. Mittags versuche ich dann die Sachen zu erledigen, die ein eher mittleres Level an Motivation und Konzentration fordern und abends dann die Sachen, bei denen ich mich teilweise auch gar nicht hundertprozentig drauf konzentrieren muss und die ich dann eher entspannt und nebenbei erledigen kann. In Bezug auf unsere Beispielaufgaben von eben würde das bedeuten, dass ich die Aufgabe Kapitel 1 von Hausarbeit schreiben eher morgens einordnen würde, genauso wie die Aufgabe Übungsblatt in Mathe durchrechnen und die Aufgabe Vorlesungsfolien von Vorlesung 1 durchgehen, würde ich dann eher mittags oder nachmittags einordnen. Wenn ich meinen Tagesrhythmus bei diesen Aufgaben nicht berücksichtigen würde und einfach irgendwann mit der Hausarbeit anfangen würde, dann würde das mit Sicherheit bedeuten, dass ich am ersten Tag nicht das schaffe, was ich mir eigentlich vorgenommen hätte und dass sich alles dann ein bisschen verschiebt, weil ich auch an Tag 2 noch an der Hausarbeit sitzen muss. Und genau deshalb meine ich auch, dass diese extra Minuten an Planung und das Berücksichtigen von Konzentration und Motivation langfristig einiges an Zeit sparen. Natürlich kann das bei dir aber komplett andersrum sein. Vielleicht bist du im Gegensatz zu mir eher eine Nachteule und wirst eher abends aktiv und dann musst du den Tag entsprechend auslegen. Dann wirst du wahrscheinlich erst mittags oder nachmittags so langsam ein bisschen konzentrierter und hast abends dein Konzentrationshoch. Entsprechend kannst du die Aufgaben mit hohem Konzentrationslevel auch eher nachmittags oder abends einplanen. Das Problem ist manchmal nur, dass die Motivation abends bei vielen trotzdem abnimmt, auch wenn man abends ein bisschen konzentrierter ist. Da muss man also schauen, wann eine gute Uhrzeit ist, vielleicht so nachmittags, 16, 17, 18 Uhr, wo die Konzentration hoch ist und auch die Motivation noch hoch ist, sodass man da diese Zeit am besten ausnutzen kann. Deshalb, auch wenn du ein Abendmensch bist, warte nicht allzu lange, weil sonst vielleicht die Konzentration noch relativ hoch ist, aber die Motivation super low und dann ist das genauso schwer. Im Endeffekt musst du für dich einfach ein bisschen überlegen, was funktioniert nicht und was sind gute Uhrzeiten, wo ich mich gut konzentrieren kann, was sind nicht so gute Uhrzeiten, und das alles dann darauf abstimmen. Aber überhaupt zu wissen, dass es verschiedene Zeiten gibt, in denen du bestimmte Aufgaben besser und weniger gut erledigen kannst, kann sehr hilfreich sein, um effizient zu lernen. Jetzt gibt es natürlich immer noch ein Problem. Wir können unsere Tage nicht immer frei gestalten, wie wir wollen, weil wir Vorlesungen haben, weil wir vielleicht auch arbeiten müssen oder andere Sachen zu tun haben. Deshalb müssen wir das auch einfach ein bisschen an die Umstände anpassen. Wenn ich beispielsweise an einem Tag von morgens bis nachmittags in meinem Studentenjob arbeite, dann plane ich mir einfach an diesem Tag nicht ein, noch großartig an meiner Hausarbeit zu arbeiten. Stattdessen würde ich mich dann mittags oder nachmittags um andere Aufgaben kümmern, die nicht so ein hohes Maß an Konzentration erfordern. Am nächsten Tag muss ich dann morgens nicht arbeiten und kann mich dann an die Hausarbeit setzen. Natürlich setzt das voraus, dass man für alles genug Zeit hat und früh genug anfängt, aber das ist nochmal ein anderes Problem. Zwar können wir nicht immer den ganzen Tag nach unseren Konzentrations- und Motivationsleveln einteilen, aber zu wissen, wann eine gute Zeit ist, um die Vorlesungen durchzugehen und andererseits eine gute Zeit ist, um die Hausarbeit zu schreiben, kann sehr von Vorteil sein, um effizient zu arbeiten. Für mich persönlich hat das in den letzten Wochen wirklich einen deutlichen Unterschied in Bezug auf meine Produktivität gemacht und genau deshalb dachte ich mir, ich teile das mal mit euch, sodass ihr das auch mal ausprobieren könnt, mal schauen könnt, ob ihr eure Aufgaben entsprechend in eurem Tag einplanen könnt und so möglichst effizient arbeiten können. Denn wenn du mit deinem Tagesrhythmus lernst, anstatt gegen den anzukämpfen, dann fällt es dir leichter anzufangen, es fällt dir leichter dran zu bleiben und es fällt dir leichter, die Sachen fertig zu kriegen. Denn letztendlich wollen wir im Studium natürlich auch nicht unnötig lange lernen. Denn wenn wir eine Aufgabe haben, für die wir nachmittags 3 Stunden brauchen, das gleiche aber morgens in 2 Stunden schaffen, dann macht man das natürlich lieber in 2 Stunden. Und dafür müssen wir uns kurz überlegen, wie unser Tagesrhythmus aussieht, wann wir uns gut konzentrieren können, wann wir besonders motiviert sind und die Aufgaben entsprechend verteilen. Genau dafür ist diese Idee des Motivationsmappings. Falls du aber grundsätzlich Probleme mit Prokrastination hast, egal welcher Tagesrhythmus und welche Uhrzeit, dann brauchst du meine Hacks gegen Prokrastination und die gibt's in diesem Video. Freunde, ich wünsche euch wie immer einen Hammertag, macht das Beste draus und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut.